Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Spiel am heutigen 18. Januar 2017. VfL Oldenburg gegen die Neckars Ulmer Sportunion. Das Spiel endete mit 33:20 für den VfL überlegen. Wir hatten einen Halbzeitstand von 21:8 für den VfL bereits. Wir haben gespielt vor 526 Zuschauern. Neben mir möchte ich ganz herzlich begrüßen den Trainer der Neckars Ulmer Sportunion, Herrn Emir Hadži Muhamedovic, dem ich als Gast natürlich das erste Wort geben möchte. Ja, ich denke mal, das ist schnell gesagt. Wir haben heute in der ersten Halbzeit unser Spiel, unsere Mannschaft, das hat gar nicht stattgefunden. Wir sind in der Abwehr viel zu weit auseinandergestanden. Heute muss ich offen gestehen, es lag nicht an der Taktik oder an irgendwas. Wir einfach habe ich, so wie ich heute habe, in meiner Mannschaft noch nie erlebt. Es war super leicht gegen uns, Tore zu werfen. Das, was uns bis jetzt ausgezeichnet hat, eine gute Abwehr, aus der guten Abwehr, schnelles Spiel nach vorne, war in der Startzeit gar nicht vorhanden. Demzufolge hat uns auch die notwendige Sicherheit auch gefehlt, vorne Angriffe zu spielen. Wenn du weißt, jedes Mal klingelt es hinten und dann auch Rückzugsverhalten. Ich muss offen gestehen, das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, ohne jetzt die Leistung von Oldenburg zu schmälern, finde ich, wir haben dem Gegner unwahrscheinlich leicht gemacht und auch verdient in der Höhe sind wir dann mit 13 Tore nach 30 Minuten im Rückstand gewesen. In der Halbzeitpause haben wir mit Sicherheit die Sachen angesprochen und wir haben uns fest vorgenommen, in der Abwehr mehr zu attackieren, versuchen die Fehler abzustellen, dem Kreis nicht so viel Räume zuzulassen, dass der sich bewegen kann, wie er möchte, sondern dass wir tatsächlich konsequent bis 6 Meter zurückgehen, die Räume klein machen, wieder bis 9 Meter raus, auch mal auf Kosten von den Toren vom Außen, dass wir das so umsetzen. Es hat phasenweise mit Sicherheit besser ausgesehen und letztendlich aber, dass ich jetzt zufrieden bin, mit der zweiten Halbzeit ist mit Sicherheit auch nicht der Fall. Leszek hat durchgewechselt seine Stammleute haben in der zweiten Halbzeit überwiegend nicht gespielt und das hat dazu beigetragen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit besser aussehen und dass wir, glaube ich, dann unentschieden auch zweite Halbzeit spielen. Ja, vielen Dank. Leszek, dein Statement zu dem Sieg. Ja, mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, auch mit zweiter letztendlich, weil wir da die Möglichkeit hatten, viele junge Leute auszuprobieren und deswegen bin ich froh, dass wir so gute erste Halbzeit gespielt haben. Es gibt Spiele, wo einfach alles einfach klappt und wieder bei Gegnern vielleicht weniger. Das ist so ein Spiel. Auch umgekehrt haben wir schon solche Fälle erlebt. Aber ich bin froh, dass wir trotz der großen Belastung, die wir in letzter Zeit haben, so gut aufgetreten sind. Ja. Wie ich schon gesagt habe, man freut sich immer, wenn junge Spielerinnen auf dem Spielfeld kommen, wenn man überhaupt die Chance findet, wenn sie noch ihre Tore werfen. Das sicherlich ist auch eine kleine Belohnung für die jungen Damen. Aber wie gesagt, insgesamt bin ich froh, dass wir heute die Möglichkeit gefunden haben, auch für die Stammkräfte eine kleine Pause zu geben, weil schon am Wochenende erwartet uns wieder das nächste Europapokalspiel. Insofern bin ich mit Verlauf heute sehr zufrieden. Ja, da hast du mir meine weitere Frage schon vorweggenommen. Ich wollte euch fragen, wie zufrieden du mit den Nachwuchsspielerinnen warst. Das hast du jetzt vorweggenommen. Uns ist aufgefallen, dass, um nochmal die Frage an Emir zu geben, dass die polnische Nationalspielerin Emilia Galinska ca. 5 Minuten gespielt hat. Was hatte das auf sich? Ja, Emilias Stärke liegen mit Sicherheit noch nicht in dem Abwehrverhalten und wir hatten heute riesige Probleme in der Abwehr und deshalb wollte ich ein bisschen Mannschaft mehr Sicherheit geben. Nachdem wir jetzt in der zweiten Halbzeit tatsächlich ein bisschen besser Zugriff bekommen haben, wollte ich nicht zusätzlich nochmal Unsicherheit bringen. Dann war es ein bisschen Pech mit der eine verletzte Kreisläuferin. Ich finde letztendlich die 5 Minuten, was Emma bekommen hat, hat sie super genutzt, hat 2 schöne Tore gemacht und ja, sie ist noch jung, sie ist auf der Suche mit Sicherheit und ja, sie braucht Geduld, noch ein bisschen mit uns, wir mit ihr. Ich finde, es ist nicht einfach, diese Umstellung zwischen polnischer und deutscher erste Liga ist relativ groß und das
kriegt sie leider auch deutlich auch zu spüren. Okay, vielen Dank. Hat denn jemand aus dem Publikum noch Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Dann vielen Dank für Ihre Teilnahme und die Aufmerksamkeit. Ihnen kann ich nur eine gute Heimreise wünschen. Viel Glück beim nächsten Spiel am Samstag sind Sie schon gegen Berlin gekommen. Genau, da viel Glück und kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Okay.